state your full name? Philip Wurzbacher. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down. Zeuge, Sie waren SA-Führer in Nürnberg. Jawohl. Seit wann? Seit 1928. Und welche Stellung begleiteten Sie? Ich habe damals die Stellung eines SA-Standartenführers begleitet, aus den kleinsten Anfängen heraus. Langsamer. When you see the light, that yellow light, means you are going too fast. Do you understand? Ich rede zu schnell. Herr Zeuge, sprechen Sie langsam und machen Sie möglichst viele Pausen. Jawohl. Weil Ihre Aussage übersetzt werden muss. Jawohl. In mehrere Sprachen. Jawohl. Seit wann kennen Sie den angeklagten Streicher? Aus den Versammlungen seit dem Jahre 1922-23. Persönlich aus der Zeit meiner Tätigkeit als SA-Führer im Jahre 1928. Waren Sie in den Versammlungen, in denen er sprach, regelmäßig anwesend? Ich kann nicht sagen, dass ich regelmäßig anwesend war. Wohl aber war ich sehr häufig anwesend. Forderte Streicher in seinen Reden zu Gewalttätigkeiten gegen die jüdische Bevölkerung auf? Oder kündigte er solche an? Ich habe nie in einer Versammlung davon gehört, dass zu Gewalttätigkeiten gegen die jüdische Bevölkerung aufgefordert worden ist. Auch nie habe ich gehört, dass er aufforderte oder ankündigte, etwas derartiges vorzuhaben. Nun, ist in Nürnberg oder im Gau Franken in der Zeit von 1920 bis 1933 jemals eine Gewalthandlung gegen die jüdische Bevölkerung vorgefallen, die aus dem Volk heraus vorgenommen wurde, entstanden war? Nein. Ich kann mich an einen derartigen Vorfall nie erinnern. Oder hat die SA eine solche unternommen oder wurde eine solche befohlen? Die SA hat etwas Derartiges nie unternommen. Im Gegenteil, die SA hatte Weisung, und zwar einwandfreie Weisung, derartige Gewaltakten zu unterlassen. Es wäre zu einer schweren Strafe für den Einzelnen, wenn er das getan hätte, oder wenn es einen SA-Führer als Befehl gegeben hätte, zu schwerer Strafe gekommen. Im Übrigen hat, wie ich schon vorhin betonte, niemals eine Aufforderung oder ein Befehl dazu vorgelegen. Ja. Was sagen Sie dann zu den Vorgängen in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938?
Ich habe diese Vorgänge in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 persönlich nicht in Nürnberg erlebt. Ich war zur selbigen Zeit wegen einem chronischen Hals- und Kehlkopfkatarr in Bad Ems anwesend. Ich kann darüber nur aus Erzählungen, die nachher wieder gemacht worden sind, etwas sagen. Sprachen Sie mit dem Obergruppenführer Obernitz über Jawohl. Diese Vorgänge? Jawohl. Ich habe mit SA-Obergruppenführer von Obernitz damals in einer kurzen Unterredung, als ich mich zurückmeldete, gesprochen. Es waren an und für sich wenige Worte, da Obergruppenführer von Obernitz abberufen wurde wieder, sodass ich dann noch einmal im Verlaufe einer Unterhaltung darauf zu sprechen kommen konnte. Ich erinnere mich daran, dass damals Obergruppenführer von Obernitz aussagte, so ungefähr sinngemäß, die Sache sei von seiner Seite aus in Ordnung gebracht worden. War innerhalb der SA eine einheitliche Stimmung vorhanden? Oder war es so, dass selbst in den Kreisen der SA diese unglaublichen Vorgänge missbilligt wurden? Die Stimmung war, soviel ich dann feststellen konnte, als ich zurückkam, es war wohl der 23. bzw. 24. November eine sehr geteilte. Es war so, dass ein Teil der SA für, der andere gegen. Jedenfalls aber war es so, dass das Allgemeine, was geschehen war, zu einem überwiegenden Teil für nicht richtig befunden und verurteilt wurde. War die Verschärfung in, ich möchte sagen, eine gewisse Verrohung in diesen Kreisen nach 1933 festzustellen durch die Zunahme der SA? Es ist ganz selbstverständlich gewesen, dass mit dem damaligen, mit der Machtübernahme, mit der damaligen Hereinnahme vieler neuer, unübersichtlicher Menschen die Lage eine vollkommen andere wurde, als wie sie vorher war. Vorher hatte man als verantwortlicher Führer jeden Einzelnen fast gekannt. Mit der nun gewaltigen Zuströmung neuer Menschen war es so, dass die Übersicht mehr oder minder erst einmal geschaffen werden musste. Es war aber, das darf ich glaube ich wohl sagen, eine Verrohung insofern nicht eingetreten. Es waren vielleicht eine und andere Elemente untergeschlüpft, die auf dem Namen der SA das eine und das andere taten. Im Allgemeinen kann ich aber nicht sagen, dass eine in der Gesamtheit gesehen Verrohung eingetreten gewesen wäre. Haben Sie Wahrnehmungen gemacht, dass der Stürmer in der SA einen Einfluss ausübte und dass dadurch eine antisemitische Strömung in der Ihnen unterstellten Truppe erkennbar war? Oder wurde nicht bei Ihnen der SA-Mann gelesen? Dazu kann ich nur sagen,
dass der Stürmer gerade in den Nürnberger Bevölkerungskreisen, im Besonderen aber in der SA, eine, ich möchte sagen, geteilte Aufnahme gefunden hat. Es gab starke Teile in der SA, die den Stürmer, ich möchte sagen, nicht ablehnten, aber die eben ohne Interesse waren, und zwar deswegen, weil sich die Wiederholungen dieser Fälle ergaben und aus diesem Grunde mehr oder minder für sie belanglos war. Im Übrigen wurde natürlich der SA-Mann als Zeuge auch von dem Angehörigen der SA als seine Zeitung nun zunächst gelesen. Wenn Sie an einer Versammlung teilnahmen, in der Streicher sprach, welchen Eindruck gewannen Sie von den Zielen, die er mit seiner Rede verfolgte, hinsichtlich der Lösung der jüdischen Frage? Ja, die Ziele, die hier bekannt gegeben worden sind von ihm, waren, ich möchte sagen, eindeutig und klar. Es war von ihm verfolgt, dass die starken Kräfte, die aus dem jüdischen Volk in der deutschen Wirtschaft und vor allen Dingen im öffentlichen Leben, in den Ämtern des öffentlichen Lebens waren, beiseite geräumt werden und dass ganz zwangsläufig dann damit auch der Vollzug einer Ausweisung bzw. eben einer Auswanderung in Frage kommen sollte. Waren Sie am 1. April 1933 an dieser Boykottsache irgendwie beteiligt? Jawohl, ich war an dieser Boykottsache beteiligt. Ich hatte damals den Auftrag von meinem Gruppenführer bekommen, dafür zu sorgen, dass diese Boykottbewegung in einem Rahmen verlaufe, der geordnet und richtig und damit auch eine gewisse Gewährleistung dieser Boykottbewegung durchgeführt werden könne. Ich habe damals an den verschiedenen Kaufhäusern und so weiter nach Einweisung meiner mir untergebenen Sturmführer die Posten besetzen lassen mit je zwei Mann, die dafür zu sorgen hatten, dass nichts passiere, und das alles in einem klaren und einwandfreien Sinne verlaufen möge. Sind da nicht auch Anweisungen von Streicher vorgelegen? Ja, die Anweisungen, die ich von meinem Gruppenführer gehabt habe, waren ja von dem Gauleiter Streicher herausgegeben. Sollten nicht Tätlichkeiten gegen Juden unter allen Umständen hintangehalten werden? Es war an und für sich nicht nur in dem einen Fall so, sondern es war in allen Fällen... Langsamer. Es war nicht nur in dem einen Fall so, sondern in allen Fällen. Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass Tätlichkeiten oder selbstständige Gewalthandlungen oder allgemeine Handlungen gegen das jüdische Volk oder gegen den jüdischen Menschen im Besonderen in Nürnberg zu unterlassen sei und dass sie strengstens verboten waren. Wie hat sich denn Streicher verhalten, wenn er erfuhr, dass doch solche Gewalttaten einzelner vorgekommen waren? Ich kenne ein Beispiel, wo es dazu kam, dass, ich glaube wohl, es war eine kleine Schlägerei. Jedenfalls aber, es war etwas vorgekommen, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, um welchen Fall es sich handelte. Jedenfalls gab es einen furchtbaren Krach von ihm und wir SA-Führer wurden entsprechend belehrt
und zusammengestaucht, wenn ich das Wort gebrauchen darf. Na, wie äußerte er sich denn dabei? Hat er da eine allgemeine Belehrung gegeben? Oder? Er sagte, vielleicht darf ich das sinngemäß sagen, er sagte, dass er in seinem Gau es nicht dulden würde, dass man Menschen schlagen oder sonst irgendwie quälen würde. Und es fielen dabei auch drastische Ausdrücke gegenüber den SA-Führern, die meinetwegen in Lümmel oder sonst irgendetwas, ich kann es nicht mehr sagen, endeten. Er wurde aber doch der blutige Zar von Franken genannt. Wie ist das dann zu erklären? Vielleicht ist es seine Art gewesen, wie er sich manchmal gegeben hat. Er konnte manchmal sehr hart und sehr deutlich werden. Jedenfalls kann ich nur sagen, dass ich von einem blutigen Zaren während meiner Tätigkeit nichts erlebt und nichts erfahren habe. Wissen Sie etwas, wie er sich den Konzentrationslagern gegenüber verhalten hat? Hat er Dachau besucht? Und wie oft? Und was hat er dann gemacht? Ich kann darüber keine Auskunft geben. Ich weiß nur eines, dass er versucht hat und dass er das auch wiederholt geäußert hat, dass die Menschen, die nun nach Dachau gekommen sind, baldmöglichst herauskommen, wenn nicht irgendeine kriminelle oder sonstige Belastung vorliege. Ich kenne auch einige Fälle, die kurz nach der Inhaftierung oder nach der Verschickung ins Konzentrationslager schnell wieder gelöst wurden. So zum Beispiel sein alter Gegner im Rathaus zu Nürnberg, Lehrer Matt, der nach ganz kurzer Zeit wieder entlassen wurde. Ich glaube, es waren wohl 3 oder 4 Monate gewesen. Ein anderer, ein gewisser Lehbender, der in den Gewerkschaften vor allen Dingen tätig war, kam auch nach kurzer Zeit heraus. Und wenn ich mich recht entsinne, dann war es wohl das Jahr 1935 oder Anfang 36, ich weiß es nicht mehr genau, wo die letzten aus dem Lager Dachau herauskamen und mit Musik empfangen worden sind. Wurde es ihm nicht sehr verübelt, dass er so viele Mitglieder der Linksparteien aus Dachau herausgeholt hat? Es wurde das eine und das andere Mal in den Reihen der SA laut, dass es doch eine nicht zu verantwortende Handlung des Gauleiters sei, nun heute das zu tun, so leicht darüber hinwegzugehen und so weiter und so weiter. Aber es wurde darauf auch hingewiesen von unserer Seite, dass ja letzten Endes der Gauleiter die Verantwortung habe und er wissen müsse, was er in diesem oder in jenem Fall zu tun hat. Ist Ihnen davon etwas bekannt, dass Himmler Streicher gegenüber sein Missfallen über diese Entlassungen aussprach und ihm ankündigte, dass er mit Maßregelung zu rechnen habe, wenn er damit fortfahre?
Wenn Ihnen nichts davon bekannt nein, ist? Nein, ich kann mich das nicht erinnern, nicht. Nein. Ja. Ich bin dann mit der Vernehmung dieses Zeugen zu Ende.